Leute, ich bin heute in der Killertaler Kramerkiste bzw. in dem, was nach dem Umzug davon übrig geblieben ist. Und ich will heute ein paar Worte sagen zu dem Thema Wasser, Transport von Wasser, Aufbewahrung von Wasser. Und zwar habe ich schon letztes Jahr schon gezeigt, diese 5 Liter Kanister habe ich mir geholt, weil 10 Liter war mir einfach zu schwer, zu groß. Ich wohne jetzt hier im zweiten Stock. Ich habe nicht mehr ebenerdig den Zugriff auf den Kofferraum sozusagen. Und die sind ja auch nicht durchsichtig. Und genau darum soll es jetzt gehen. Mal gucken, wie man hier das... Also mit dem Auge sehe ich da relativ gut rein. Und das ist auch, wie soll ich sagen, zum Reinigen. Also muss man vielleicht ab und zu mal natürlich das Wasser auswechseln. Vielleicht mal mit ein bisschen Spüli oder ein bisschen Essigreiniger, wie auch immer. Also es ist jetzt nicht so wie bei diesen Oliven Canteens, bei den Wasserflaschen, bei den Feldflaschen, wo man quasi gar nichts sieht von Ablagerung und so. Und ich habe im anderen Clip schon gesagt, wir haben hier eben sehr kalkhaltiges Wasser. So, und als eine Option habe ich mir jetzt besorgt, diesen 5 Liter Wasserkanister, ich sage jetzt den Hersteller mal nicht, heute mal keine Schleichwerbung, aber hat ja jeder von euch schon mal gesehen. Das Material ist natürlich, diese Plastikhaut davon ist natürlich nicht so fest wie hier diese Camping Wasserkanister. Das ist eigentlich eine 2 Liter Flasche, wie man sie im eine 5 Liter Flasche, wie man sie im Einzelhandel so bekommt. Ja. Und auch mit dem Tragen, mit dem Transport ist so eine Sache. Also gut, jetzt kann ich es ja nicht länger verbergen. Hier ist das, das Label vom Hersteller. Hier ist ein Plastikband, ein Klebeband, mit dem der so getragen werden soll. Finde ich aber irgendwie nicht so ganz die richtig gute Option. Zu den Sachen, die hier in der Killertaler Kramerkiste gelagert sind, gebunkert werden, gehört eine Plastik-Klappbox voll mit Gurten und Schnüren und Schnallen, wo ich mir individuell was zusammen basteln kann. Und da werde ich aus übrig gebliebenem Material mal versuchen, eine Tragekonstruktion für diese 5 Liter Plastikflasche zu bauen. Eventuell sogar mit einer textilen Schutzhaut außenrum. Ich habe ja noch genug Stoffe und Textilien hier rumliegen. Das weiß ich aber noch nicht. Es soll auf jeden Fall eine Konstruktion aus Gurten werden. Also mir geht es dabei hauptsächlich um den Hygienefaktor, um den Sauberkeitsfaktor, die Stabilität, wie gesagt, die Stabilität dieser Flasche, das ist ein schlechter Witz im Vergleich zu dem, was wir hier haben. Und man kann eben reinschauen und sehen, ist das Ding wirklich sauber. Ja, da würde mich interessieren, eure Meinung dazu, eure Ideen dazu. Ist das gut zu verwenden, ist es schlecht zu verwenden? Ich glaube, manche von den Preppern haben auch solche 5 Liter Wasserflaschen gebunkert, habe ich irgendwo schon mal gesehen, denke ich, bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ist das eine gute Idee, ist das keine gute Idee, außenrum Gurt oder Tragesack, was soll ich machen? Ich meine, ich mache nachher ja sowieso das, was ich will, aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da eine Inspiration geben könnt. Ansonsten sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, geht raus, daheim stürmen die Leute.